Das längste Lied ist ja das für Markus Hane auf deiner neuen CD. 7,5 Minuten. Ja, angeregt wurde ich dazu besonders von einem Gemälde von ihm, DDR unter den Schwingen des Phönix. Das 12. Lied auf deiner neuen CD handelt von einem Marmorstein. Kann ich ihn mal sehen? Und gerne würde ich dazu das Lied Rom hören. Beides soll geschehen. Ich hole den Marmorstein. Diesen Marmor hat mein Sohn mir mitgebracht. Ein Stein vom Forum. Erzählt mir Geschichten manche Nacht, wenn ich mal nicht schlafen kann, sehe ich mir diesen Marmor an. Schwer bewaffnete Legionäre stehen davor. Sklaven haben köstliches Essen gebracht. Die Senatoren feiern heute Nacht. Feuer wird entfacht. Sklaven haben sich gedacht, die Gelegenheit ist gut. Heute verbrennt die Herren die Glut, die jetzt brennen, schürten unsere Wut. Die päpstliche Hure wird zum Papst gebracht. Die Garde steht und glänzt in der neuen Tracht und wacht. Auch Ablassgold verleiht den Herrschenden Macht. Feuer wird entfacht. Das arme Volk hat sich gedacht, die Gelegenheit ist gut. Heute verbrennt die Herren die Glut, die jetzt brennen, schürten unsere Wut.
Feuer wird entfacht. Das arme Volk hat sich gedacht, die Gelegenheit ist gut. Heut verbrennt die Herren die Glut, die jetzt brennen, schürten unsere Wut. Markus Hane hat sich intensiv mit dem Städtebau befasst, besonders mit dem von Dresden. Er hat sich überlegt, wie Dresden aussehen könnte, wenn die sozialistische Entwicklung nicht durch die Restauration der kapitalistischen Produktionsverhältnisse unterbrochen worden wäre. In der Baustilfibel aus dem Jahre 1982 finden wir in Bezug auf Dresden charakteristisch für die Komposition der Dresdner Innenstadt ist von jeher eine Nord-Süd-Verbindung, die am Hauptbahnhof beginnt, über die Prager Straße, den Altmarkt und die Schlossstraße bis zum Georgentor führt und sich mit dem Schlossplatz, der Dimitrovbrücke, ehemals Augustusbrücke, dem Neustädter Markt und der Straße der Befreiung, ehemals Hauptstraße, bis zum heutigen Platz der Einheit fortsetzt. Im Generalbebauungsplan von 1967 ist diese historische Verbindung als durchlaufender Fußgängerbereich ausgewiesen worden. Einen wichtigen Teilabschnitt stellt die Prager Straße zwischen dem Leninplatz und dem Altmarkt dar. Bei der Zerstörung der Dresdner Innenstadt im Februar 1945 wurden auch alle Bauten der alten Prager Straße vernichtet. Seit 1965 ist ein neuer, 80 Meter breiter Fußgängerboulevard entstanden, der von Hotels, Gaststätten, Läden, einem Kino und einem Warenhaus flankiert wird. Fantasievolle Brunnen und Wasserspiele, verbunden mit Blumenbeeten, Baumreihen und Ruhebänken, beleben das Straßenbild. Auf dem Leninplatz wurde gegenüber dem 14-geschossigen Hotel Neva im Jahre 1974 ein Lenin-Denkmal enthüllt. Während die Bebauung der alten Prager Straße den mehr oder weniger zufälligen Finanzierungsmöglichkeiten privater Bauherren entsprach, bildet die neue Anlage einen architektonisch und städtebaulich bewusst gestalteten Komplex innerhalb der sozialistischen Gesamtkonzeption für Dresden. Du sprachst ja von 22 Stadtansichten, die Markus für uns gezeichnet hat. Ja. Sehen wir uns erst einen Teil davon an und hören dazu den dritten Titel von einer neuen CD. Heute schon. Gerne. Heute schon sehen wir den neuen Tag, Frieden wird dann immer sein, Menschen sind nie mehr allein. Heute schon
sehen wir den Friedenstag. Arbeit wird dann Freude sein, wird uns von den Sorgen befreien. Aus dem Dunkel dieser Nacht wird der Kommunismus ans Licht gebracht. Auf in die Entscheidungsschlacht. Strahlt sie unsere Sonne nach der Schlacht. Schon sehen wir die Friedenssaat, werden gute Gärtner sein, kommt in unseren Garten hinein. Heute schon sorgen wir mit unserer Tat dafür, dass die Erde blüht, Mensch sich um den Menschen bemüht. Aus dem Dunkel dieser Nacht der Kommunismus ans Licht gebracht. Auf in die Entscheidungsschlacht. Rot erstrahlt sie unsere Sonne nach der Schlacht. Schon freuen wir uns auf unseren Staat. Not und Elend sind vorbei, sind von der Ausbeutung frei. Heute schon sehen wir den Siegestag, werden Lebensplaner sein, schaffen allen Brot und Wein. Unser Tag wird sein.
Und jetzt die anderen Stadtansichten von Markus Hane. Dazu wünsche ich mir den 11. Titel von deiner CD. Offensiv. Unsere Fahne nehmen wir auf. Das ist längst an der Zeit. Selber bestimmen den Lebenslauf. Endlich ist es soweit. Wir erdulden die Knechtschaft nicht mehr. Der Krug der Bitternis ist voll. Das Lohnsklavenleben ist grau, trist und leer. Das Otto normal führen soll. Das Otto normal fürs Kapital führen soll. Markus hat auch Porträts gemalt. Davon möchte ich dir heute eins zeigen. Das von Karl Eduard von Schnitzler. Von und mit ihm waren im Fernsehen der DDR viele Sendungen zu sehen. Die bekannteste war die über viele Jahre laufende Sendung Der Schwarze Kanal. Sendungen des BRD-Fernsehens wurden darin betrachtet. Nach 1990 durfte er im Fernsehen nicht mehr erscheinen. Er blieb aber aktiv und war bei vielen Veranstaltungen ein gern gesehener Gast. Ich habe Anfang der 90er Jahre mit ihm zwei und mit seiner Frau Martha Raphael eine Veranstaltung durchgeführt und im Anschluss an die Veranstaltung hat die Familie von Schnitzler hier in dieser Wohnung übernachtet. Ja, und dabei lernte ich und meine Familie zwei kluge, kompetente, freundliche, liebenswerte Menschen kennen. Ich bin Markus besonders für dieses Porträt sehr dankbar.
sehen wir es uns an und hören dazu den 10. Titel deiner neuen CD, Frieden. Karl Eduard von Schnitzler liebte den Jazz. Was aber den Text meines Liedes angeht, da bin ich mir sicher, dass auch der ihm gefallen hätte. Der Frieden wird siegen, das Gute wird leben. Der Krieg ist beendet, die Menschheit ist frei. Für Klugheit und Schönheit wird's Ketten nie mehr geben. Die Klassengesellschaft ist endlich vorbei. Die Völker der Erde sind endlich füreinander da, erfreuen sich aneinander und helfen sich, lieben sich, wie man's nie sah. Der Kommunismus